Bei manchen Patienten kann die medikamentöse Behandlung der Trigeminusneuralgie schnell ausgereizt sein. Eine Trigeminusneuralgie ist ein neuralgisches Schmerzsyndrom, was sich im Versorgungsbereich des sogenannten Trigeminusnerven, also sprich im Gesichtsbereich, abspielt. Kann sehr unangenehm sein mit ausgeprägten, attackenartigen Schmerzen, die beim Zähneputzen, beim Essen, bei der Gesichtspflege, beim Rasieren auftreten oder ausgelöst werden können. Der Entstehungsmechanismus der Trigeminusneuralgie ist in Gänze weiterhin nicht ganz geklärt. Wir wissen, dass es zu einer sogenannten Demyelinisierung, also sprich zu einem Verlust der Nervenscheiden der sensiblen Trigeminuswurzel kommt, im Bereich der Eintrittszone des Nerven in den Hirnstamm. Und diese Demyelinisierung kann durch unterschiedliche Erkrankungen auftreten, zum Beispiel durch eine MS. Oder auch durch einen Gefäß-Nervenkontakt, also den direkten Kontakt einer überwiegend Arterie, teilweise aber auch Vene mit dem Trigeminusnerven, wo durch einen mechanischen Reiz der Trigeminusnerv geschädigt wird. Wenn die Erkrankung medikamentös nicht mehr ausreichend behandelt werden kann, dann gibt es die Möglichkeit, neurochirurgisch tätig zu werden auf unterschiedliche Arten und Weisen. Einerseits kann das sogenannte Nervenganglion, das ist ein Nervenknotenpunkt des Trigeminusnerven, der sich an der Schädelbasis befindet, durch verschiedene Verfahren, entweder durch die Installation eines Alkohols, Glycerol, oder durch eine Hitzeverödung behandelt werden. Das ist die ältere Behandlungsform, die eine Wirksamkeit von etwa 60% hat. Die neue Behandlungsform, die eine Erfolgswahrscheinlichkeit von über 90% hat, ist ein zentraleres Verfahren, wo der Trigeminusnerv direkt am Eintritt in den Hirnstamm freigelegt wird und Gefäße, überwiegend Arterien, die dort auf den Nerven drücken, eben halt verlagert werden können, sodass der Reiz auf den Trigeminusnerven entfällt.